Moin, Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Jagged Alliance 3. Wir haben ja ein pausiertes Spiel, okay, gut. Wir müssen noch mal telefonieren, denke ich. Das hat ja beim letzten Mal nicht so richtig gut funktioniert. Und haben wir den Tunnel schon repariert an der Stelle? Moment, das finden wir mal raus. Verletzung behandeln? Ja, doch, haben wir. Aber jetzt funktioniert hier tatsächlich wieder das, ne? Wir könnten jetzt wieder zum Geheimtunnel gehen. Also war es beim letzten Mal nur ein Bug? Ich weiß es nicht. So, ich würde sagen, wir beziehen mal ein bisschen Stellung hier oben. Going. Wieso ist denn die Deckung da angeblich schon kaputt? How can I assist? Das verstehe ich ja schon wieder gar nicht. So, wohin will ich den Barry haben? Hier vielleicht? Ach, hier haben wir noch eine Treppe, die da hochgeht. Okay, das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich. Michael hier. Würde ich sagen. Aber der hat mir hier vorne eigentlich ganz gut gefallen, ne? Der konnte dann so schön die Rampe abdecken. I guess. Dann könnten wir hier halt irgendwie Scharfschützen positionieren. Die Gleise entlang. What next? Irgendwie hier oder hier. Wann's vielleicht hier lang? Oder halt hier liegend wieder, ne? Das hatte auch ganz gut funktioniert. Glaube ich. Ja? Every journey begins with a single step. It's me, Thor. They will hear nothing but the wind. Thor kann ja natürlich nicht vernünftig aus dem Liegen schießen, ne? Das finde ich halt so ein bisschen problematisch. Da müssen wir mal gucken. They cannot hit what they cannot see. So, und Livewire. Darf jetzt einmal telefonieren. Da muss sie halt rennen. Wir haben da ein bisschen Zeit. So happy that you're still alive. You coming close to my... Ja, kommen wir natürlich. Das kennen wir schon vom letzten Mal. Ah, so. I have to hang up anyway. The guards may overhear me talking on the telephone. When is my 15-minute break? Später. Lauf. Okay, das hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Und hätte ich Livewire denn gerne gesetzt? Hier drüben? Yes? Quiet. Ich glaube, da setze ich Quarky hin. Livewire here! Livewire darf sich erstmal klein machen. Hide and shoot. That is my game. Und dann setze ich sie vielleicht hier hin, um die Rampe abzudecken. Aber da kann sie von da drüben vielleicht abgeschossen werden, ne? Das ist auch nicht so gut. Vielleicht pflanze ich sie hier hin, um den Nahbereich noch ein bisschen abzudecken. So, wie sieht's denn aus? Du hockst im Dunkeln, du hockst im Dunkeln, du hockst im Dunkeln, du hockst im Dunkeln, du hockst im Hellen. Das mag ich nicht. Ja, meins Dunkler. So ein Livewire hockt da auch zu sehr im Hellen. Wo haben wir denn noch eine dunkle Ecke für dich? Was ist das denn, eine dunkle Ecke? Ah, von da aus sieht sie nichts, ne? Nee, das ist aber auch keine dunkle Ecke. Sieht das ja aus wie eine dunkle Ecke? Dann teilt sie sich mit Bands so ein bisschen. Ja, das sieht aus wie eine dunkle Ecke. Achso, und da steht ja auch, Verstärkung ist auf dem Weg. Ha, ja. Der Timer ist so unauffällig. Da ist sonst nie irgendwas da oben, ne?
Deswegen habe ich es immer ignoriert. Ach, können wir Quarki eigentlich einen Skill geben, wenn wir schon dabei sind? Sag mal, was macht denn das hier? Ein Bonusangriff, wenn du einen Unterbrechenangriff ausführst. Das heißt, wenn er beschossen wird und zurückschießt, bekommt er einen Bonusangriff. Das ist cool. Wollen wir ihm was anderes geben? 50 mehr Crit-Schaden. Och, das wäre auch geil. Beim Schleichen so ein bisschen mehr Bewegung wäre cool. Wie kriegen wir das denn hier? Wenn eine leichte oder keine Rüstung getragen wird, das bringt uns nichts. Gegen flankierte Gegner ein bisschen mehr Schaden. Ermöglicht Crit bei Unterbrechenangriffen. Boah, das wäre eine krasse Kombination. Was ist denn das Maximallevel eigentlich? Weiß man das? Oder müsste man das jetzt raten? Wie gut bist du in Beweglichkeit? Auch 93. Geschicklichkeit hat er 100. Ich weiß es nicht. Wir nehmen mal das hier. Wir probieren das mal aus. So, habe ich pausiert? Ja, ich habe pausiert. So, dann schauen wir mal. Oh, shit. There's an enemy over there. Wo denn? Unter uns. The vermin are here. Sie sind unter uns. For Siegfried. What? Jo, wer kann denn was sehen? Livewire kann was sehen. Der hat auch keine gute Deckung, befürchte ich. Du kannst immerhin einsehen. Da drüben. Und ich muss sagen, die Trefferchance ist gar nicht mal so schlecht ausnahmsweise. Okay, das hat schon mal funktioniert. Gehen hier nochmal auf den Kopf. Oh, I'm such a loser. Ja, das stimmt, das war nicht gut. How can I assist? So, Barry, welchen hättest du denn gerne? Den, der da so in Deckung hockt? Oder lieber den anderen? Good position to shoot. Der ist gar nicht so einfach zu treffen. Der einfacher zu treffen. Nee, auch nicht. Enemy has good dann nehmen wir visibility. Den, der dichter dran ist. Achso, und unser Problem ist, dass wir nicht mehr unsichtbar sind. Okay. Das war gut. I see you are capable of learning. So, dann leg dich mal hin. Better to go unnoticed, yeah? Sie von hier aus auch sehen. Das sieht nicht aus wie ein geiler Schuss, ne? Wenn sie sich um die Ecke lehnt, vielleicht. Ich vertraue dem Spiel einfach mal. I much prefer combat like this. Ah, und sie ist sogar noch unsichtbar. Sie hat nur leider kein gutes Visier. Ja, okay. So viel also dazu. If you need me, I'll just be here. What? Hier hätte ich auch Easy MD hinsetzen können, ne? Ich meine, der konnte ja hier die ganze Treppe abdecken. Darunter kann ich nicht gucken. Aber hier so ein bisschen, ne? Das geht schon. In my sight. So, Bans sieht noch gar nichts.
Den könnt ihr hier so ein bisschen abdecken. If you are quiet in your mind, you are quiet in your body. Tor deckt hier so diesen Tunnel ab, würde ich sagen. Na, alles, was so an den Kisten vorbeikommt, seins. Cleanse the facility. Hey, hallo? Feuer? Außer Reichweite. Ja, warum darf ich denn dann den Kegel so lang ziehen? Wenn das eh außer Reichweite ist, das ist ja total schlecht. Ah, da war der Bonusangriff, ne? Ja, das war super. I am being surrounded. Ja, how can I assist? Barry, was soll ich sagen? Das wird schon gehen. Du müsstest jetzt nur mal eine Granate hier runterpfeffern quasi. Dann klaust du dir nämlich auch die Deckung und machst sie hoffentlich komplett kaputt, bevor die uns mit Blendgranaten eindecken können. Your blood will protect me. Okay, der hintere hat nicht so viel abbekommen, leider. What? So, guck mal, Quarky sieht ein. Aiming. Wen siehst denn du? Den. Für 8 müssten wir da drauf schießen. Machen wir. Das war Salve. Warum war das eine Salve? Okay, aber der ist tot. Von daher passt das. Presently in attendance. Also du könntest dich auch einmal verstecken auf jeden Fall. It's an easy shot to make from cover. Und dann versuchen auf ihn zu schießen. Schaffst du das dieses Mal? Das war gut. Das war echt gut, glaube ich. Barry Unger. So, Barry könnte noch eine Granate darunter werfen. Wer sieht denn hier noch Leute? Guck mal, Thor und Banz sehen jeweils ein. Ah, da hinten ein. Okay. Trefferchance ist ganz vernünftig, würde ich sagen. Das war auch ein Treffer. Er ist auch verletzt. Aber mehr leider auch nicht. So, dann kann Thor direkt in Deckung gehen. What do you want? Pay close attention to my form. Ach, und du siehst ihn. Na dann, Bein wegschießen ist erstmal okay, würde ich sagen. Das war ein Crit, der ist fast tot. Presently in attendance. Na, dafür kann er leider nicht nochmal schießen. Ready to, do du stuff. Du siehst die beiden da drüben. Barry Unger. So, ich dachte eigentlich, das Ding ballert hier die Deckung direkt weg. Hatte ich so verstanden. Möchte es aber scheinbar nicht. Ich habe doch vorhin beide treffen können, oder nicht? War es ein Anzeigefehler? Zur Not benutze ich halt eine andere Granate. Ist ja auch kein Thema. Aber da zeigt er mir den Kegel hier gar nicht an. Ja, so, ne? Some really bad karma. I'm just gonna say it. I really think that was completely hot. Okay, diesmal hat es auch die Deckung zerstört. Leg dich mal hin.
Und schon sieht er die nicht mehr. Perfekt. Do stuff. Pretty good odds, I think. Denkst du? Na dann, mach mal. Okay, das war nichts. Aber wir bekommen noch einen Nachschuss. Be careful not to accumulate bad karma. Gib mir Mühe. Danke für den Hinweis. Protect Siegfried's legacy. Aua. Na, zack, nimm das nämlich. Blutung ist natürlich nicht so schön. Da kommt schon der nächste angerannt. Okay, die Granate hat auch nicht Everyone getroffen. Needs to breathe and realign their chakras. Yes? So. Du erledigst erstmal den da unten. So, das sollte ja eigentlich reichen, ne? Jetzt ziehen wir nicht zu oft, nur so oft, wie wir müssen. Um einen vernünftigen Bonus zu bekommen, ungefähr so. Hello. So, dann brauchen wir Barry. I have good odds of hitting enemy. Ja, mach ihn mal bitte kaputt. Forgive me for taking life. Nee, es ist in dem Fall komplett in Ordnung, muss ich sagen. Ja, genau. So stelle ich mir das ungefähr vor. So machen wir das. There you go. Glad to be of use. So, Thor macht sich mal gerade unsichtbar. Die da hinten, die schießen nämlich beide wahrscheinlich, ne? Visualize success to unlock potential. Das wollen wir natürlich unterbinden, indem wir zumindest einen hier ausschalten. Ungefähr so. Und dann braucht sich Thor nicht mal hinlegen. Da kann er einfach ganz frech stehen bleiben. Lifewire kann sich nicht tarnen. Warum nicht? Leg dich mal hin. If you need me, I'll just be here. Pass noch ein bisschen hier drüben auf. Na, ich könnte natürlich auch hier hin, hätte ich schleichen können. Wäre vielleicht auch clever gewesen. What? I will try to become hard to see. So, Barry, ja, bleib da einfach hocken. Kannst du dich unsichtbar machen? Nee. Okay, also sie hockt da jetzt. Not bad, but the dressing is a bit untidy. Ja, ja, wird schon I'll gehen. Fix it. They will hear nothing but the wind. So, Thor sieht What nichts. Do you want? Steady does it. Aber Buns kann sich jetzt direkt rächen. Ah, kann sie nicht, weil sie zu wenig Punkte hat. Going. Still undetected. Okay, wie sieht's denn aus, Barry? Du siehst nichts. Das ist eher schlecht. So, wenn der Typ hier irgendwo vorbeikommt, Michael here. Dann wird er erledigt. I can't do it. Maybe someone better than me should take this shot. Nee, er hat nicht das richtige Visier dafür. Acht von neun und dann hier hinlegen. Hier hinlegen am besten. Presently in attendance. So, du hast auch nicht das richtige Visier. This would be pointless. Ja, das befürchte ich nämlich auch. So, aber wenn er hier rauskommt, dann gehört er uns. What do you want?
As good as done. Ja, das machen wir so. Welchen Knopf muss ich jetzt drücken? I dare you to move. Ah, okay. I am one with the stillness of everything. Kannst du da durchgucken oder nicht? Vorne kann er durchgucken, ne? Wenn der außen lang kommt, kriege ich ihn so natürlich nicht. Tja, wo wird denn der langlaufen, der hässliche? Schneiden ihm mal den Weg hier ab, einfach. I will cleanse the battlefield of evil energy. So ein Quarki, der hat gar keine Chance, den zu sehen, ne? Ah, du kannst hier vorne mit abschneiden, den Weg. Okay, cool. So, bewegt er sich überhaupt? Er schießt einfach zweimal. Finde ich frech. Aber Banz darf halt trotzdem schießen. Monica Sundergaard hier. Easy. So, und jetzt ist der Typ nicht mal in Deckung. Ready to do stuff. Ja, das war easy. MD present. Weird. I'm not used to being on the receiving end of medical care. Also die einzige, die jetzt tatsächlich Verletzungen davon getragen hat, ist Banz. Wir füllen mal unsere Verbandskästen wieder auf, würde ich sagen. Ach hier, so sieht das Ding aus. Michael hier. So, da haben wir das. We got this. Die Verstärkung hat scheinbar gar keinen Loot fallen lassen. Come with me, das ist natürlich everyone. Auch super frech. So, wo kann ich denn hin? Zur U-Bahn-Haltestelle? Ja, wir sind doch in der U-Bahn-Haltestelle, oder nicht? Geheimtunnel? Oder unterirdisches Labor? Ja, hier geht 12 U waren wir noch nicht. Ich habe hier gar keine Raster. F11, F12 und G12. Was sind das hier? I11. I11. Wo ist denn I11? Ach da. Da könnte ich von hier aus auch hinfahren. Das ist ja spannend. Ja, wir gehen erstmal hier zum Geheimtunnel, glaube ich. Nee, was ist das? Geheimtunnel? Zum unterirdischen Labor. No. Das hört sich aber schon wieder krass an. Eigentlich wollte ich ja erstmal ins Dorf zurück, ne? Und gucken, was mit dem Voodoo-Kult ist. Mich ein bisschen verbinden vielleicht auch. Man kann ja mal ins Labor reinschauen. Auch wenn wir hier so ein paar Erschöpfte haben. Unbekannte Gegner im Sektor. Das Waffenlabor. Okay. Yes? Achso, ja, wir müssen die erstmal hinstellen irgendwie, ne? In attendance. So, Quarky, Livewire dort. What do you want? Hans. Hallo! Tor. How can I assist? Barry und Michael MD. Here.
Wir versuchen das mal so. How about a side job? I feel token strange just doing one thing. Das Team muss 5 Treffer auf Gliedmaßen erzielen. Machbar. Oh, hier um die Ecke ist, glaube ich, irgendwo direkt einer. I will try to become hard to see. Going. Still undetected. What? Okay. They cannot hit what they cannot see. Better to go unnoticed, yeah? I was never good at hide and seek. Da ist eine Falle dran. Presently in attendance. This is always the best way to do things. Some stuff over there. Stuff, aber sonst nichts. Quietly? Okay, sieht gut aus. Yes? Quiet. Better to go unnoticed, yeah? Going. Still undetected. Ready to, do stuff. I will try to remain hidden. Looking for stealth kill position. I am one with the stillness of everything. If you are quiet in your mind, you are quiet in your body. Also, wir krabbeln hier mal ein bisschen vorwärts. Quiet and efficient. I will try to remain hidden. Hide and shoot. That is my game. I will try to become hard to see. I was never good at hide and seek. Moving quietly. Trying to be quiet. Moving quietly. Wo ist denn hier die nächste Deckung? Gibt's da keine? Ah, hier hinten. Silently. Ready. Moving. Better to go unnoticed, yeah? Visualize success. Also jetzt wird's hier ein bisschen spannend mit der Deckung, ne? When I move quietly, I can hear nature's heartbeat. What? Quiet. They cannot hit what they cannot see. Observe. One sneaks up on the enemy. So, die beiden müssen sich jetzt irgendwie so nebeneinander legen, dass sie sich weder nach dort das Schussfeld gegenseitig verbauen, noch nach dort. Genau um die Ecke könnte auch einer kommen. Ah, vielleicht legen wir Buns hier dazwischen. Oh, ich weiß nicht. I will try to remain hidden. We have enemy. Going. Still good odds of killing enemy without detection. The facility has been breached. Fire. Wie zum Kuckuck. Kannst du aufmachen? Nee, du sollst die Tür aufmachen, bitte. Danke. It's me, Thor. Na gut. I am one with my gun. Undeserving. We will avenge our brother. Ja, man rennt da rein. Das ist vollkommen in Ordnung für mich.
So, Thor würde immer noch einen sehen. Ready to, do stuff. Also, und jetzt machen wir es mal clever hier. I think. Ersten auf den Körper und den zweiten dann im Kopf. Obwohl, das sieht so aus, als wenn er Doppelkopfschuss schafft. Ungefähr so. Do your worst. I will take it. Oh, I'm such a loser. Ja, und dann wirst du sterben, denke ich. Ungefähr so. I see you are capable of learning. They cannot hit what they cannot see. Hide and shoot. That is my game. Oh, Leifeuer, ist dein fucking Ernst? Oh Mann. Yes? Ready to shoot. Kann doch nicht sein, oder? Solcher Einzelschuss eigentlich. Das ist auch nicht ganz so teuer. Man kann ein bisschen mehr zielen. Das war schon mal gut. Das machen wir jetzt einfach nochmal. Wir haben so eine Totenkopfmaske sogar. Ready. Going on over. I was never good at hide and seek. I will try to become hard to see. So, hier geht's nicht weiter. What? Moving. So, jetzt müssen wir uns mal gucken, wie sieht denn das aus? Wahrscheinlich sollten wir erst die Halle clearen, ich weiß nicht. Oder wir gehen halt einfach hier außen rum, da müssen wir halt immer die Halle hier im Auge behalten, so ein bisschen. Ich würde sagen, wir gehen hier durch, machen erstmal hier links diesen Abschnitt. Und kommen dann hier von vorne auf das MG-Nest zu. Oh ja, das ist eine gute Idee. Hide and shoot. That is my game. Ja, wahrscheinlich werden wir hier irgendwie so ein bisschen... Ach, da hinten gibt es ja auch noch was. Dann wird das wohl die erste Ecke sein, die wir säubern. Aber wir sehen am MG-Nest niemanden. Das heißt, das MG-Nest wird wahrscheinlich auch niemanden beherbergen. Aber ich stelle gerade fest, das ist eine Sache fürs nächste Mal tatsächlich. Für heute war es das schon wieder, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ach so, und ich habe natürlich vergessen, auf Gliedmaßen zu ziehen. Naja, macht's gut und bis dann. Ciao.